Moin und willkommen zurück zu Kudelka. Wir haben jetzt hier den CD-Wechsel geschafft auf die CD3 endlich, ne? Quasi Hälfte des Games durch. Sind ja hinter dieser Kirche, Kircheninneren, Kathedrale. Haben den Gargoyle geflüchtet. Wir sind escaped. Ja. Und wir sind alleine. Edward und James sind irgendwo drin. So sah es zumindest aus. Wir müssen jetzt quasi gucken, wie war zu denen zurückkommen. Genau, von da sind wir ja... Von da sind wir gekommen, genau. Genau. So, dann gucken wir mal, ob es hier... Hier geht's nicht weiter. Dann geht's hier... Vorne genau. Geht's weiter. Innerground Arbor Side. Ist irgendwie alles ein Safe Point hier? Ist das Holy Water? A door, unload water. Also müssen wir vielleicht das Wasser ausstellen. Ja, müssen wir hier vermutlich das Wasser wieder euch nicht ausstellen. Ich würde jetzt mal wetten durch den Bosskampf. Meinst du? Zum Ausstellen? Ich weiß nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall dieselben Modelle. Ja. Mal schauen, was wir sonst noch sehen nach dem überraschend kleinen Gargoyle-Modell im Fight. Wenn ich bedenke, wie groß er in dem Video war und auch diese Pflanzenbosse und was die waren, die irgendwie, weiß ich nicht, dreimal so groß wie die Figur, dann ging der Gargoyle daher. Ein bisschen kleiner. War das nicht Tornado? Dann probieren wir mal einen anderen, wa? Ja. Mir fällt jetzt auf, dass der Holzbeine hat. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ist mir auch jetzt erst aufgefallen, ja. Die lachende Fledermaus. Da! Tatsache! Also, das sind da wohl die Piraten von dem Schiff. Das wird sie schon mal gelöst. Ja, dadurch, dass die ja... Na, du kannst jetzt nicht sagen, Untote, Erdelement oder Windelement, nein. Dieser komische halbe Körper da ist, glaube ich, auch nur gegen Tornado anfällig oder so. Oder Migrate, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ein oder Instance, aber man sieht alleine jetzt. Ja. Ist voll cool. Ja, wir haben ja auch darauf geachtet, ne? Die Agility bisschen jetzt noch mitzunehmen. Weil wir auch so quasi... Ja, diesen Luxus ja quasi hatten. Wir sehen ja, okay, wir finden die Schwachstelle des Gegners raus im Zauber. Und er hat eigentlich keine Chance. Also, Zauber zu machen war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Auf zwei Leuten. Ja. Einigen von euch wird vielleicht dieser kleine schwarze Ball aufgefallen sein. Das ist unser Snowball Micro. Wir haben uns jetzt dafür eine entsprechende Halterung besorgt, weil das Ganze bislang nur provisorisch befestigt war. Genau. Wundert euch nicht. Deswegen, der Sound hat sich vielleicht auch ein bisschen verschoben, ich weiß es nicht. Werden wir dann auch in der Aufnahme sehen. Genau. Hier scheint auf jeden Fall ein Holy Shrine zu sein. St. Patrick's? Patrick? Oh. Nochmal so. A Statue of a Woman. Oh, yes. Praise be the Lord. Wir werden endlich die Items los. Das Ding schaut aus wie eine AIDS-Schleife, ne? Muss ich da jetzt jedes Item einzeln anlegen? Ja, es blinkt, ja. Nee? Okay. Das ist gar nicht für die. Okay. Dann gibt es da vielleicht mehrere Statuen. All Saints Day. Wir müssen alle Heiligen beglücken. Ist das eine Tür? Ist das eine Tür? Mach mal die Karte auf. Das kann ich mal machen. Mal schauen, so grob auch, wo wir jetzt sind im Garten. Aber in den Zwischenbereich. Ah, okay. Aber da vorne... Siehst du, da sind überall Statuen. Vier Stück an der Zahl. Ja, ich glaube, wir haben auch genau vier Items, ja. Dann müssen wir dann nochmal gucken. Ja. Jawohl. Wer ist denn das? Das ist so eine Frau, wa? Wahrscheinlich auch eine Frau. Ja. Statue of a Woman, I could swing. Also, sieht mir mehr wie nach einem Armreif aus, aber... Aber habe ich nicht gerade im St. Patrick irgendwo gelegen? War das dann, als wir in den Bildschirm rein sind? Das kann sein. Ich gehe mal hier rüber. Das ist vermutlich auch eine Statue. Ah, ich gucke an zwei auf einmal. Vielleicht. Das sind dann die Zwillinge.
Auf a woman, ja. Icons Earring. Ja. Ah, zwei. Oh. Ja. Das ist auch schon wieder so Symbole. Ich hab's auch gehört, ja? Ne? So schaut wie griechisch wahrscheinlich wieder, ja, weil die auch so verschnörkelt sind. Und die hatten halt immer viel Zeit zum Schreiben. Was? Ist gar nichts. Aber eine Statue müsste. Aber da geht irgendwie ein Weg runter oder so. Da habe ich irgendwas von der Rampe oder so ähnlich. Müsste das sein? Habe ich gerade auf der Map gesehen. Okay. Ja, ich habe jetzt nur eben den Bereich gesehen, wo wir die erste Statue beglückt haben. Da war auch noch irgendwo eine Tür nach innen. Mhm. Und da ging es dann auch zu dieser blauen Tür. Ja, genau. Schöne Sache. Jetzt dachte ich eigentlich, das Megalith 2 würde da auch noch drauf gehen. Aber ist wohl nicht so. Also ja. Diagonal möchte das wohl nicht. Das ist halt Kudelka-Logik. Das sind nicht AOE-Zauber automatisch AOE-Zauber, sprich Flächenzauber, sondern eben... Da machen die Zauber, was sie wollen. Auf irgendwas, ja. Ja, vielleicht ist es wirklich so, vielleicht hat das wie bei den mehreren Schüssen eine Chance, als ja. Flächenzauber zu wirken, aber kein Muss. Ach, die hat die Shotgun oder die Rifle? Die Rifle, wir haben noch keine Shotgun gefunden. Haben noch keine Shotgun? Wir hatten eine Rifle, die SA und die DA. Genau, die. Und eben die Bowgun, die wir weggeschmissen haben, genau. Wegen dem Platz. Weil die nur einen Schuss hatte. Gucken wir mal auf die Map. Genau, da müssen wir hier über diesen zentralen und dann rechts oder links davon Treppen runter, ja. Und dann kommt zur Statue. Genau. Und dann geht da irgendwie noch ein Gang weiter zwischendurch und hast du nicht gesehen. Ah. Also muss ich jetzt quasi hier zu uns laufen. Genau. Und dann komme ich dahin, wo ich eventuell gar nicht hin will. Also, wenn ich jetzt hier rechts gehe, müsste ich automatisch zur Statue kommen. Ich glaube, du musst da noch ein bisschen laufen, oder? Quasi jetzt hinten durch. Das kann gut sein. Wahrscheinlich da mitten irgendwo. Nee. Dann wohl nochmal hoch. Aber red mal mit dem Brunnen. The Shining within us. It appears to have Schön. Been purified by the holy water. Richtiger Safe Point. Und ich glaube, dass du hinten hoch musst, weil man hat ja gesehen quasi, dass von da aus nochmal wie so ein Weg zwischendurch ging. Okay. Deswegen denke ich mal, dass das oben ist. Overwrite. Das ist Delete, das... Das irritiert einen total. Ja, ne? Halt direkt runter. Ne, hoch. Ne, da komme ich ja her. Ne, du kommst jetzt von unten. Ja, von diesen Treppen komme ich her. Ach so, okay. I see. Und hier muss es jetzt dann zur Statue gehen. Hier schon im Main Gate? Wahrscheinlich hier rechts. Oh, wir sind richtig am Main Gate. Nice, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ob du da irgendwas klicken kannst. Hier, guck mal. Ja. 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 Wenn das jetzt auch eine Woman ist. Der Holy Sir Zeknov. Zeknov sagt mir sogar irgendwas. Zeknov. Ach, so heißt die das Spiel, die Spielemacher. Da steht unten, wenn du startest, steht irgendwo 2000 ja, Zeknov. Ja, genau, also das genau, ist wohl Publisher Developer, irgendwie sowas. Ja, ich nehme das Schwert. It appears to be held in a place by something. Vielleicht müssen wir... Klickst jetzt nochmal, ob wir irgendwas geben können oder so? Wir haben ja noch was. Und ich. Ach so, okay. Nee. Also müssen wir erst irgendwas aktivieren oder kannst du außen rumlaufen? Warte, der braucht gerade einen Moment, bis er irgendwas macht. Ach so. Vielleicht mal klicken an den Fenstern oder so. Aber komm, ich komme da gar nicht hin. Vielleicht am Main Gate irgendwie. Gehen wir mal ans Main Gate, klopfen da mal. Vielleicht macht uns jemand auf. Von außen. Wenn in der Riegel hängt. Ja, it's locked, ist verschlossen, klar. Ich meine. Dann gehe ich mal an die andere Seite. Okay. Vielleicht gibt es da irgendwas. New Models! Endlich. Wobei, ich glaube, den rechten haben wir schon gesehen. Den rechten Zombie, glaube ich, kennen wir schon, ja. Aber den linken? Oh. Sehr, sehr weiblich. Nicht mehr lange. Tornado! Tornado! Schöne Sache. Läuft.
Also anscheinend sind Erdzauber gegen fliegende Gegner und Luftzauber gegen Bodengegner. Bis auf diesen springenden Joker. Ja, der macht was er will. Oder diese fliegenden Köpfe. Das stimmt. Da war wieder Erde gut, glaube ich, oder? Ja, genau. Deswegen sage ich, Fliegen ist Erde. Stimmt. Also der muss jetzt auch 5000 Schaden anrichten. Nicht ganz, aber es reicht ja noch. Jetzt müssen wir mal gucken. Vielleicht müssen wir ja auch wirklich da erst weiter, wo wir diesen Weg nach innen wieder hatten. Oder wir haben ihn ja noch nicht wirklich gesehen, diese Tür. Wir haben jetzt erstmal ein Level Up. Läuft. Ich hätte am Anfang gedacht, wir haben Probleme wegen der Zahl damit, so wie man gesilenced wurde, nicht aber lang. Hat man jetzt auch nicht wirklich. Da komme ich auch nicht lang, weil da ist ein Bach, ein Fluss oder sowas. Da rechts lang vielleicht. Warte. Aber rechts lang müsste es wieder außenrum gehen dann. Ich guck mal kurz in die Accessories, ob wir hier noch. Wir haben Daniels Arm, die Maske, die toll. Icons Crown. Ja. Ja, die vierte Statue halt, die noch fehlt. Da war bis jetzt aber noch Frauenstatuen hatten. Vielleicht hätten wir die anderen einfach zweimal anquatschen sollen. Maybe. Oh, lass mich in Ruhe, ey. Wollte das gar nicht. Kannst du da runter? Nee, ne? Nee, da komme ich her. Also, da ganz links am Eck ist gesperrt und ich kann nicht mehr. Okay. Ja. Wir haben jetzt drei Dinge haben wir insgesamt angebracht. Guck doch mal auf die Map gerade, dass wir nochmal gucken. Genau, da links, rechts geht es nicht weiter. Das sind die vier Kreisel auf jeden Fall gewesen, ja. Und wenn wir oben jetzt durch die Tür versuchen? Warte. Ich probiere gleich. Ja. Ich will erst noch mal gucken, ob ich die Korn vielleicht noch irgendwo anbringen kann, dass ich das nur übersehen habe. Ich sag, vielleicht muss man da mehrmals draufklicken. Hm. Das war's schon mal nicht. Da ging es ja nicht weiter. Und hier oben ging es dann, also hier rechts ging es dann sowieso weiter. Patrick's Quarters. So. Das ist das. Who the fuck is Patrick? Das ist der Ring. Ne, das passt schon. Das andere war das und Necklace. Hier müsste auch die Tür dann irgendwo sein. Hier ne? müsste gleich eine Tür sein, warte. Ich gucke mal auf der Map. Ja genau, direkt nach der ersten Statue. Ha. Also wirklich hier irgendwo direkt. Da ich wahrscheinlich halt das Braune da. Ja, genau. Im zweiten Screen, genau. Aber ich komme da gar nicht hoch. Achso, okay. Strange. Gefangen im dunklen Karten. Dumm. Und schon wieder denken wir wahrscheinlich viel zu kompliziert, obwohl die Lösung ganz einfach wäre. Also wir haben die Statue. Gut, eine kannst du jetzt nochmal probieren mit dem Doppelklicken. Ja. Wobei ich mir da jetzt wenig Chancen für ausrechne. Wir haben weiter im Inneren das Main Gate, wo wir nicht raus können. Eine Statue, die ein Schwert hat, für die wir irgendwas erledigen müssen. Wir haben mittendrin den Brunnen, wo wir anscheinend das Wasser aufstellen müssen, weil hinter dem Wasser eine Tür ist. Ja, genau. Und wir haben eigentlich eine Tür, also die da irgendwo eingezeichnet ist, die eigentlich irgendwie erreichbar sein müsste. Einzige Möglichkeit vielleicht noch, die wir probieren können, ist nochmal reinzugehen, wo der Gargoyle war. Ob er dann irgendwie eine Meldung sagt oder irgendwas, dass dann vielleicht nochmal was freischaltet, keine Ahnung. Da werde ich auch vorher noch definitiv noch speichern. Ja. Ja, wobei das Escapen war jetzt auch nicht so, oder? Ne? Das stimmt, ja. Ich meine, sogar nach der Action, die du eh noch gemacht hast, konntest du einfach nochmal escapen, also. Ich denke mal, das ist wirklich so, dass die dann wahrscheinlich wie die Geisterschwestern sind oder so, die einfach nichts machen, weil sie halt unbesiegbar sind in dem Moment. Sö mit Ö. Jetzt kommt die Lösung. Hoffentlich. Maybe gleich. Ein Jewel.
Könnte interessant sein. Gehen wir doch da erstmal gucken. Vielleicht ein R. R war bisher immer gut, also Luft. Ein Fire. Ja, ist auch. Genau. Doch, jetzt. Von der anderen Seite nur zu öffnen, okay. Du wolltest die Statue, glaube ich, noch probieren, oder? Nee, da war ich schon zweimal. Das war gleich das mit dem Necklace. Alles klar, alles klar. Das hatte ich gleich ausprobiert. Ja, dann vielleicht nochmal zum Gargoyle rein, wa? Und da ist zu. Unten ist die eine Statue und die Sackgasse. Ja. Bei dem Grünstrich in der Mitte ist dieser Brunnen gewesen. Hinten drin, da war das Main Gate, wo nichts mehr war. Und die Statue mit dem Sackgasse. Das mit dem Brunnen. Irgendwie müssen wir den Brunnen abschalten, damit wir da durch die Tür reinkommen. Ja, vielleicht musst du wirklich da nochmal rein. Ich frage mich. Ich gehe nochmal gucken an den Brunnen. Jetzt, wo ich alle Dinge gemacht habe. Okay, ja. Ja. Vielleicht geht da was. Wenn ich da jetzt die Krauen reinlege oder so. Keine Ahnung. Okay. Kann man mal da hinlegen. Und probier's mal mit dem Gargoyle, würde ich sagen. Probier es mal mit dem Gargoyle. Einfach, ob man da rein kann. Könnte ich mal speichern. Ja, definitiv. Ob man da noch mal rein kann, ob man vielleicht irgendwas machen kann oder so. Also, ich weiß nicht, irgendwie kommen wir in diesem Spiel ständig an Stellen, wo wir quasi noch mal überlegen müssen, was jetzt? Meistens, gerade bei diesen RPGs, ist es relativ straightforward. Du wirst vor eine Aufgabe gestellt, besorg dir einen Pass, einen Ausweis, geh in die Höhle, besiege XY, du gehst hin, du machst es fertig. Das Einzige, was dir auffällt, sind halt Sachen, wenn du leveln musst oder so. Also grinden, aber sonst. There's a gargoyle inside, you can't go alone. Ja, okay. Ich meine, das ist auch logisch, ja. Wir sind ja sowieso schon einmal am Flüchten gewesen. Okay. Dann müssen wir jetzt wirklich wieder alles anklicken. Jeder Zentimeter an irgendeiner Fläche. Probier mal, genau, geh mal jetzt weiter. Da ist doch diese Sackgasse. Links hinten. Da links, ja. Und da klick wieder alles an. Okay. Jeden Bereich. Zum Beispiel auch, da war doch dieses Gitter eben im Boden. Vielleicht können wir da irgendwas machen, dass wir da irgendwas sehen, irgendwas durchreichen. Keine Ahnung. Ich hätte eigentlich auch gedacht, dass man da bei der Statue mit dem Schwert, dass wir da halt irgendein Key-Item benutzen können und dafür halt dann das Schwert ausgleichen. Aber nein, das geht ja auch nicht. Ach, verdammt. Was? Ich hatte gehofft, das Mystery bewegt sich jetzt genau daneben. Achso. Weil ich gerade den Knockback hatte. Das heißt, sie hat schon Stufe 2 Megalith? Ja, Megalith hat sie Stufe 2. Mhm. Wind und Geyser brauchst du noch. Okay. Ja, die haben wir zum Glück auch noch auf dem anderen. Ne? Das ist ja... Der uns gerade nicht zur Verfügung steht. Jo, das ist das Problem. Wobei auch hier jetzt, also... Da können wir eigentlich froh sein, dass wir sie nicht zu so einer Art irgendwie Krieger oder so gemacht haben. Genau. Weil ich glaube, sonst hätten wir hier... Ja, wobei, was heißt, es hätten wir hier vielleicht Probleme. Ich meine... Auch Edward hat sich gut geschlagen. Also ich glaube vom Level her sind wir echt okay, wo wir gerade sind. Ja, so. Ja. Gib uns jetzt die Plätze wieder voll. Ja, wieder Items. Jetzt haben wir Platz. Immer her damit. Genau, da jetzt mal durch. Findest du da irgendwas? Siehst du da? Das ist mittendrin, dieses Gitter. Ich guck mal hier ins Abflussrohr. Ja. Ja, ich denke, dass man da den Brunnen irgendwie ablassen kann oder so. Ja, irgendwas, genau. Wow, nix, gar nix. Ah, hinten den Rand ist auch schon komplett abgelaufen, ne? Ah, shoot. Das hier vorne würde mich noch interessieren. Diese Säule? Ja. Ach so. Ja, das ist die. Da kannst du auch nichts klicken, ne? Nee, überhaupt nichts. Hm.
Mystery. Was? Also wir haben vorne sicher, den Gargoyle-Raum. Es hat irgendwas mit dieser Korn zu tun. Wir haben unten rum den Weg zur Sister Statue, wo zwei Mädels hängen, die wir Earrings gegeben haben. Und hinter ihnen wiederum ist noch eine Sackgasse mit einem Gitter am Boden, einem Rohr, aber nichts zu machen. Obenrum kommen wir an die eine Statue, wo wir, ich glaube, den normalen Armreif oder so abgegeben haben, oder Ring oder was das war. Haben eine Tür, die von innen verschlossen ist, die wir erst da irgendwie aufmachen müssen. Und haben noch eine Statue, der wir das dritte Item geben. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es war. Galahad Sword. Klingt auch verdammt interessant. Und mittendurch haben wir nochmal einen Brunnen, wo wir Wasser ablassen müssen. Water Earth Attack. Ich meine, gut, Doppel-Elementar-Attack, Pietät geht hoch, ist natürlich nice, aber ansonsten. Das ist dann eher was für ein Edward. Und mittendurch haben wir nur noch den Brunnen, wo wir das Wasser ablassen müssen. Wir haben einen Holy Water Shrine zum Speichern, das Main Gate und eine Statue mit dem Sackenhoff-Schwert. Du kannst auch neben den Statuen nichts irgendwie klicken, oder? So. Nee. Ich kann nur direkt, wenn ich die Statue an. Ansonsten komme ich da gar nicht weiter. Dann probier's noch mal wirklich hinten bei der anderen Statue. Da auch, genau, vielleicht da irgendwie. Das gibt's ja nicht. Also. Genau, das war das. Da dieses Gitter, die Fenster irgendwie. Also, das ist jetzt der Switch. Ja, dann wirklich nochmal durch die Mitte. Richtung Main Gate. Ja. Richtung Sackhoff Schwertstatue. Richtung Brunnen. Irgendwo muss hier was funktionieren. Wir wissen es. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Wir haben so viel Schmarrn miteinander gefunden. Ja, ja. Es hat sich immer was aufgetan und dann kommt wieder diese Situation, weil dir nur irgendeine Sache fehlt. Ein Klick fehlt. Eieiei. Nein, ich will Action, Magic, Geyser. Jetzt, läuft doch, geht doch. Mensch. Oh, lecker, was ist da los? Irgendwo dort. Bald haben wir das Inventar voll. Ja. Geht schon wieder los. Kaum hast du alle Key-Items weg. Hast du da unten mal geklickt? Ja, ja. Dass es so grün wird? Jetzt haben wir einen Brunnen umschauen. Was ich halt noch nicht war, das war hier links. Da gehe ich jetzt mal lang. Warst du denn nicht beim ersten Mal oben? Nein, nein, ich bin unten rechts gegangen. Was so. Aha. Okay. Da kann man durch? Kannst du da runter? Ja, ja. Das geht. Ja. Das haben wir nicht gesehen? Ja. Kein Wunder, dass ständig irgendwas durch die Lappen geht. Aber da kommen wir nicht die Treppe. Ach, weil die da hinten eingestürzt ist. Ja, ja. Kannst du dann hier rum jetzt? Ich wollte gerade, warte kurz. Mhm. Und zwar, wenn wir da oben lang können, können wir vielleicht auch hier unten lang. Warte hier. Nee. Nee, das geht wieder nicht. Ja, aber das ist zu. Das ist so ein komischer. Ja. Wie ich. Hast du auch mal den Brunnen da? Kannst du den anklicken? Ja, ja, das ist dieser Holy Place. Ja? Ja. Ach so, wenn jetzt der Screen changed, ja. Ja, weil ich nur so da reinkomme. Genau.
Und da jetzt mal die Treppe vielleicht. Oder rechts im Bereich oder irgendwas. Jetzt muss ich trotzdem geheilt sein. Jawohl. Das wäre es da, also das wäre jetzt natürlich echt schön. Hm. Es sind immer dieselben zwei jetzt, ne? Ja. Ja, ab und an hast du auch diese komischen Zombies. Jetzt werden sie nicht mehr nebeneinander. Macht nichts, so kann ich das Zeug ein bisschen leveln. Ist auch nicht verkehrt. Das stimmt natürlich auch, ja. Wobei, wie gesagt, also wenn die wirklich den Schaden ja eigentlich eh nur von der Elementarabhängigkeit machen. Ja. Und dieses Level nur damit zusammenhängt, dass du ja eventuell einen Flächenzauber draus machst, dann ist das wahrscheinlich auch nicht so mega wichtig, weil bis auf diesen einen Kampf gegen die drei fliegenden Augen hatten wir keinen einzigen Bosskampf, glaube ich, wo wirklich mehrere Gegner auf einmal waren. Ja. Deswegen sollte das angenehm werden. Mega Loot. Sah der immer schon so aus mit dieser Spitze zum Schuss, sondern nach oben. Du wirst ja nicht auf die Gegner treffen, weißt du? Okay, das stimmt. Das stimmt. So, jetzt komm. Da oben geht's weiter. Ich fühle es. Mit meiner Kudelkaschen Mediums macht. No! Nein, da geht's nicht weiter. Ich hätte es echt gedacht. Okay, dann gucken wir weiter. Es geht da ums Verrecken nicht weiter. Hier kommen wir nur ans Main Gate. Da, genau. Kannst du da rum? Ich gucke gerade. Ah. Nee. Warte. Ja. Aber. Dann ist auch schon gleich Schluss. Da haben wir eine Seite irgendwie. Ja, und fortschritt jetzt lock. Das wissen wir, dass es verschlossen ist. Jetzt bleibt ja nur noch der Platz der Statue. Jetzt habe ich nur noch das mit dem Segnot. Und da kannst du auch nicht. Ich kann nicht vorwärts nicht. Da kannst du irgendwie rankriegen? Oh, nicht. Das gibt's ja nicht. Oh, das gibt's ja nicht. Jetzt haben wir eigentlich schon wieder alles angeklickt. In jedem Screen. Nee. Und wenn wir sagen nein? Hast du das mal probiert? Ich meine, es ist einfach nur so. Behalt's doch, ich will ja eh nicht. Na. Schade. Das wäre jetzt echt cool gewesen, wenn das geklappt hätte. Ja, okay, aber dann wo lang? Kann man... Ne, hinter dem Brunnen können wir auch nicht durch, hinter dem Holy Shrine Water, weil da ist der Brunnen. Ja. Das ist ja jetzt... Oh, zum Mäusemelken. Es muss irgendwo da weitergehen. Rechts kommen wir nicht weiter. Warte. Ja. Kennt ihr dein Telefon? Ja. Irgendwo. Aber ich denke, wir sind auch schon wieder bei etwas über 20 Minuten. Ja. Bestimmt. Also ich weiß es nicht. Ich habe keine Uhr gestellt. Wir machen mal ein kleines Päuschen und ich denke mal auch das Licht an. Ich glaube, es ist für die Campshow etwas dunkel. Ja. Gut, ist zwar erst 6 Uhr, aber es Zeitumstellung ist übrigens Ende des Monats. Ah, das ist schade, Stunde weniger schlafen. Ja. Na gut, auf jeden Fall. Bis gleich. Bis gleich. Ciao, ciao.